Guten Morgen und willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den süßesten Mobs auf dem Planeten und dem Spezialgast. Wo ist der eigentlich? Dana Rolle. Hallo? Dana? Ja? Achso, da bist du. Ich dachte schon, wo sitzt der Mobs drauf? Komischerweise sehe ich dich immer erst, wenn du anfängst zu reden. Ich habe gehört, Nicht mal dann. Oh. Gerade dann wahrscheinlich gar nicht. Ich habe gehört, dass wir uns aber irgendwann mal in der Mitte treffen, wenn die Leute endlich abonnieren. Ja, abonniert doch mal. Ist kostenlos, macht Spaß, nichts mehr verpassen. Ist ja alles cool und lustig hier. Und Glöckchen an lohnt sich auch auf jeden Fall, denn bei 100.000 treffen wir uns in der Mitte und geben uns einen richtig fetten Handshake. Vielleicht so einen geplanten, choreografierten, den es nur auf diesem Kanal gibt und den ihr dann alle als Insider, oh Gott, hat er sich seinen Kopf abgelegt, als Insider, das ist eine coole Idee. Wir machen so einen Handshake, so einen richtigen. Mhm. Und alle, die den Kanal abonniert haben, kennen den dann und die können den dann auch machen untereinander. Und wenn wir uns irgendwann mal irgendwo treffen, können wir den auch machen miteinander. Okay. Mit der Community. Und alle können uns auf Insta von ihrer Story, wie sie den Handshake machen, uns markieren. Ja, das machen. Aber erst mal 100.000, also abonnieren. Das müssen wir definitiv bei 100.000 machen, das ist eine sehr geile Idee. So, es ist ja Release Oktober hier im K-Pop-Universum, habe ich mitbekommen. Und ich habe immer noch das falsche Video auf, das haben wir doch gerade eben schon abgehandelt. Ja. Yeah. Fantastisch, dass du mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe das doch aufgehabt schon. Wo ist es denn? Das ist doch. Ist es das? Das ist es doch. Ach so, ja. Sorry. So. Hä, aber der zeigt, wenn du es groß machst, zeigt der TXT. TXT, deswegen wundere ich mich. Hä, aber unten steht New East. Hm. Hä? New East. Das ist komisch. Ich wundere mich gerade. Auf jeden Fall wollten wir... TXT haben wir auch gerade gemacht. Das Video könnt ihr euch auch auf jeden Fall anschauen. Wir wollten aber eigentlich New East... Keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dem... Mit dem YouTube-Player wahrscheinlich nicht. Ja. Ah, hä? Das war ja richtig komisch gerade. Hä? Ah. YouTube? Malhaji anado, nol neukkil su isseo. Okay. Wieso auf Chinesisch? Ich kann noch kein Chinesisch. Aber ja. Das Pfeifen schon mal sehr geil. Ah, okay. Die Akkorde sind geil. Das war geil. 느껴보지 못했다면 내 확인은 좀 다를 거야. 오늘과 내일에는 다를 테니까 믿고 따라와줘도 돼, baby. 지금 on my mind. 거미거린 우리밖에 없어 너와 춤추고 싶어. 지금처럼만 감해지면 돼. 내 손을 잡아 너를 보여줘. 지금과 다른 널 알고 싶다면 Popcorn aus den Wolken. Oh, nicht gebrochen. Quick,
na 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 na. Ja, yeah, das finde ich geil. Das finde ich auch geil. Sehr, sehr geil. Sag mal, schläft der Mopsi so? Oder? Ja. Das kann man nicht sagen. Sieht man das? Nein, sieht man gar nicht. Sieht man gar nicht. Ja, schade. Leute. Man hört ihn aber nur schnarchen. Man hört ihn definitiv schnarchen, ja. Ging irgendwie so schnell, ne? Ging wirklich sehr schnell. Voll die schnelle, durchgerauste, sauste Nummer. Voll, aber die Hook so richtig eingängig mit diesem... Ja. Love me, love me, love me. Aber ich fand das so ein bisschen... Ja, also nur das Lovely, also so von der Melodie, was die singen, ist es super eingängig, mhm. aber ich dachte, es ist irgendwie zu oft. Und dann die zweite Hälfte des Refrains kommt dann ein bisschen zu spät, habe ich das Gefühl gehabt. So. Also an und für sich ist es eingängig, aber dadurch, dass die Wörter genau die gleichen sind. Weißt du, dann ist diese lange, lange Pause. Yeah. Und dann hätte schon die... Ja, und dass es jetzt nochmal kommt, finde ich zu viel. Ich finde, dann hätte eigentlich schon die zweite Hälfte kommen können. Weil es sind ja auch immer die gleichen Wörter. Ja, repetitive Musik, Popmusik, Mainstream, das funktioniert. Ist okay. Aber für mich ist es schon zu viel. Eigentlich hätte jetzt das dann schon kommen können, nach einmal wieder. War auch dieses yeah, 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 stimmt, aber dann yeah. auch drin ist. Und dann auch dann die Text, der Text halt ein anderer ist und der Rhythmus irgendwie dann auch schneller kommt, weil die halt mehr Silben reinsetzen. Weil so wie die Melodie aufgebaut ist, rhythmisch ist es halt auch ziemlich cool. Also da 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 da. Also die gehen immer genau dazwischen, zwischen der Kick und naja. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr cool, die zweite Hälfte vom Refrain. Nur die erste finde ich ein bisschen zu. Mich hat auch diese Pause irritiert. Genau. Zwischen den Love Me's. Ja. Das ist halt vom Songwriting her ist es ein bisschen kritisch, weil das nimmt wirklich viel vom Tempo raus und von dieser. Von der Aufmerksamkeit des Zuhörers, wenn ja, man im Refrain ist. Ja, ich war dann erstmal kurz so. Raus, so, hä? Genau. Das Pfeifen finde ich eigentlich ganz cool, so vom Sounddesign her auch. Nur am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es doch ein bisschen zu lange dann vielleicht spielt. Aber das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Na, weil es ziemlich lange rein in den ersten Verse dann ja, noch geht. Ja, aber es kommt auch zwischendurch immer wieder, ne? Genau. Ja, weil normalerweise, was man immer ganz gerne macht, wenn das der Aufhänger-Sound sein soll, also das Wiedererkennungsmerkmal des ganzen Songs, unter anderem, Alter, schnarcht er sich hier einen ab. Oh, die Akkorde sind mega geil. Ist das eine echte Schaumkaffeekatze? Alter, richtig. Hast du das gesehen? Boah, das sind Skills, ey. Und dann, ne, wenn die Strophe anfängt, müsste dann das Pfeifen weg sein. Genau. Weil wir dann, damit man diesen Sound auch vermissen kann, dass man den zwar, wenn der Song anfängt, ist der da, man erkennt ihn, der ist dann auch in der Hook zum Beispiel dann wieder da und dann weiß man so, okay, das ist so, das bleibt bei mir gerade in den Synapsen. Also es ist nichts, was bewusst passiert, aber wenn es zu viel da ist, so wie hier, dann kann so ein Pfeifen schon sehr schnell sehr nervig werden, weil das eben auch in den oberen Frequenzen ist. Und wirklich auch immer die gleiche Melodie ist. Die ganze Das
ne, bis hierhin. Das ist die ganze Strophe, dann kommt der Pre-Chorus, meine ich hier. Zu warm. Jetzt sind zum Beispiel. Genau, Pre-Chorus. Der ist gut. Ne, weil auch richtig schön viel passiert, wird sehr breit, sehr harmonisch. Eigentlich ziemlich cool, also die haben es so ein bisschen andersrum gemacht, dadurch, dass die Hook so ein bisschen mehr zurück und trockener wird, haben die den Pre-Chorus dann schön breit gemacht. Das ist cool. Und weiter. Und dann. Das ist schon cool. Aber diese Pause irritiert mich. Vor allem, weil er nichts dazu kommt, oder? Nee. Ab dem zweiten, ab der ersten Wiederholung. Aber ich glaube, eine Hi-Hat oder so kommt dazu. Aber so ganz lang. Das finde ich cool. Das finde ich gut. Aber witzig, im Refrain ist ja das Pfeifen gar nicht mehr so viel dann drin. Ne? Gar nicht. Ja, auch nicht. Hm. Nur in den Strophen. Dann finde ich das Pfeifen eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, so halb sinnvoll. Naja. Hier. Das sind so viele kleine Elemente, wo man denkt, entscheidet euch doch für eins, dass der Aufhänger-Sound wird. Das sind so ein paar, die ein bisschen zu präsent jetzt auch wie dieses... Ja. Eigentlich ist die Hook cool. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wie ihr es merkt. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Eigentlich ist die Hook sehr eingängig, wie gesagt, aber dann mit dieser Wiederholung finde ich es dann fast ein bisschen zu lang. Ja, also man merkt, dass es ist nicht die super weltweit international Hitnummer, genau wegen diesen Punkten, die ich da nenne. Das hält das Ganze so ein bisschen zurück. Aber ja, ich denke, ihr versteht das und könnt mir da auch folgen und versteht vielleicht auch, warum so eine Nummer, auch wenn das eure Lieblingsgruppe ist, vielleicht nicht ganz so erfolgreich wird wie eine andere Nummer von denselben Jungs oder von anderen Leuten. Die das einfach mainstreamiger, massentauglicher angelegt ist. Genau, genau die Griffe, die ich gesagt habe, weil so etwas in der Hook, wenn so etwas in der Hook ist, das ist schon ein Faktor, der das Ganze einfach wirklich nochmal gut zurückzieht, zurückhält. Dass viele Leute dann gut finden können und dann wie mit diesem Hauptelement, ob das jetzt das Pfeifen sein soll oder ob dieses Yeah, Yeah, Yeah sein soll oder dieses noch so ein Vocal Chop ist da drin, da kommt das gar nicht vor. Ja, das sind alles so, ja, das verkompliziert irgendwie den ganzen Song unnötig, weil eigentlich merkt man, es soll Mainstream sein, aber zieht es da irgendwie so ein bisschen wieder raus. Schade. Schade, schade, weil sonst die Melodie der Hook finde ich sehr, sehr eingängig. Schönes Video auch. Leckere Tortenkuchen hier am Start. Ja. So, das ist Traubenkuchen. Habe ich auch noch nie gesehen. Geil, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, es ist Thumbnail Time. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß schon, welches Gesicht ich mache. Ja. Ja. So, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne, gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Da kommt jeden Sonntag ein Video auf YouTube und Instagram dürft ihr auch abchecken. Da machen wir auch ganz viele schöne Sachen, außer schön aussehen. Also ich nicht, Dana schon. Naja. Tschüss. Butch hat auch einen Instagram-Account. Tschüss. Ja, tschüss.